So, damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Blog. Grüße ganz besonders an Sascha Pallenberg, der mich sehr inspiriert hat mit seinem Weihnachtsvideo aus Taipei, wo er so ein bisschen erzählt hat, was er vorhat im Hinblick auf das neue Jahr, auf das Jahr 2015. Es ist heute der 31. Dezember, das heißt, wir haben noch ein paar Stunden Sonnenlicht hier und dann wird auch das neue Jahr hier eine Stunde schon vor Deutschland übrigens auch dann eingeläutet werden. Und ich denke, das ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen über das nächste Jahr und wo man hin möchte mit seinem Blog. Wenn ihr mein kleines Blog kennt, dann wisst ihr, dass ich versuche, jedes Jahr mir wieder irgendwie neue Gedanken zu machen, wie man das so ein bisschen pimpen, ein bisschen auffrischen kann. Und ich habe mir überlegt, für nächstes Jahr möchte ich 3 Neuerungen einführen. Und weil Sascha ja schon so tolle Pläne hat, die ich natürlich nie herankomme, ich bin ja so kleiner Ein-Mann-Betrieb und habe da nicht irgendwie so 12 Leute, die ich durchzufüttern habe, zum Glück. Sascha, ich weiß nicht, wie du das machst, aber Chapeau. 3 Neuerungen, die ich mit euch vorhabe. Ich möchte zum einen nächstes Jahr auch auf Englisch bloggen. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich tatsächlich anhand der Abrufstatistiken sehe, dass sehr viele Leute von euch tatsächlich also auch aus den USA meinen Blog verfolgen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr Deutsche seid und auch des Deutschen mächtig seid oder ob ihr Amerikaner seid und einfach nur die tollen Bildchen anguckt. So oder so freue ich mich natürlich über den Traffic und denke, da gibt es auch thematisch sehr große Überschneidungen. Insofern denke ich mir, macht das jetzt spätestens tatsächlich 2015 Sinn, ins Englische zu wechseln. 2. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, sie sind es leid, dass sie also immer diese ganzen Copy-and-Paste-Blogs lesen müssen, in denen einfach irgendwelche englischsprachigen Blogs eingedeutscht werden und man versucht dann irgendwie mit der Recherche anderer Leute Traffic zu generieren. Ich bin da ganz bei Sascha, habe das eigentlich nie so wirklich gemacht bisher, aber ich glaube, Sascha hat absolut recht, wenn wir uns sagen müssen, wir Blogger, wir sollten schauen, dass wir wieder originären Content, originale Inhalte, unsere eigenen Gedanken und nicht von fremden Menschen irgendwie 2, 3, 4 oder 5 verwerten. Insofern bin ich da ganz bei dir, Sascha, und ich versuche das auch thematisch also in meinem Blog 2015 weiter voranzutreiben. So, und Grund Nummer 3 oder Änderung Nummer 3, und das wird eine heftige sein, ist, ich möchte mein Archiv monetarisieren. Die einen oder anderen werden mitgekriegt haben, dass ich letztes Jahr mit einem Münchner Startup gepartnert habe, LaterPay. Und wenn ihr mir vor einem Jahr erzählt hättet, wo wir heute sein werden, die Morgenpost hat also tatsächlich schon angefangen, LaterPay einzuführen. Es gibt weitere Verlage in den Startlöchern dafür. Das soll Cosmin euch alles erzählen drüben bei LaterPay. Ich glaube tatsächlich, einer der ganz großen Schätze, die gerade die Verlage noch nicht gehoben haben, sind die Archive. Und ich kann es bis zum heutigen Tag nicht verstehen, warum die Dinger gratis sind. Denn das sind oft wirklich richtig tolle Sachen da drin und die gammeln da vor sich hin, digitalisiert oder nicht. Und keiner macht Gebrauch davon. Ja? Und ich weiß auch, warum keiner Gebrauch davon macht, weil es nämlich eine Pest ist, dort Artikel zu kaufen. Wenn man bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch nur einen Artikel kaufen möchte aus dem Archiv, kostet das 2 Euro. Und die Zeit, die dabei drauf geht, sich erstmal zu registrieren, hast du einfach wirklich keine Lust mehr auf diesen Artikel, egal wie wichtig er dir vorher war. Also, schnelles Zahlsystem. Einfach, fair, mit ein paar Klicks, gerade auf diesen Smartphones, auf diesen Geräten. Ich glaube da wirklich zutiefst daran und das wird beim Projekt für 2015. Ich möchte vormachen, dass das geht, dass man auch wirklich mit früheren Artikeln, meine Abrufstatistik zeigt mir das ja. Die meisten von euch kommen ja über Google und nutzen den Longtail-Effekt. Also insofern glaube ich tatsächlich ein paar Groschen für alte Artikel. Damit kann man schon sehr viel Geld machen, jedenfalls sehr viel mehr Geld, als alle Verlage zusammen heute machen. Insofern, also, frühere Artikel von mir 10 Cent flat. Ja, ihr könnt auch Zeitpässe kaufen, ja, werde ich euch in den nächsten Wochen vorstellen, wie das funktioniert. Und alle neuen Artikel nach wie vor gratis. Ja, ich will niemanden vor den Kopf stoßen, Blog sollte frei sein, finde ich. Und keine Bannerwerbung, keine Blinke-Werbung. Ihr werdet wirklich mit allem in Ruhe gelassen. Nur frühere Artikel, 10 Cent in Zukunft. Ich glaube, das ist fair. Und ich bin gespannt, wie es laufen wird. Ja, wir werden in 6, 7 Monaten werden wir Kassensturz machen. Und wie immer werde ich die Ergebnisse natürlich ganz transparent bloggen. Ja, das sind so die Neuerungen. Es gibt so ein paar kleine optischen Schnörkel noch bei mir, wenn ihr gerade in meinem Blog seid.
Also dann habt ihr hier oben jetzt, glaube ich, so diese Fähnchen, da könnt ihr von Englisch auf Deutsch wechseln zum Beispiel. Ihr könnt auch Texte auswählen und highlighten, ja, also markieren, einfach mit dem Cursor und sofort twittern. Ja? Habe ich irgendwo gesehen und rotzfrech geklaut, ja, so muss man das machen. Good artist steal, great artist copy, nee, umgekehrt. Und das ist jetzt auch also möglich, spielt mal ein bisschen damit rum, bin ich sehr stolz drauf, ich stehe auch so kleine Gadgets. Insofern also, glaube ich, haben wir schon eine Menge, womit wir ins neue Jahr jetzt reingehen können in den nächsten Tagen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr mir also weiterhin also eine Diskussion sucht und sagt, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Davon profitiere ich echt unheimlich und das möchte ich unbedingt also auch 2015 und in Folgejahren noch weiter pflegen, ausbauen und mit euch zusammen einfach schauen, wohin die Reise geht, hier nach Tel Aviv. Und ich glaube, da kommt jetzt schon mein Auto, um mich abzuholen zur großen Party heute. Ich wünsche euch alles, alles Gute für 2015, für das neue Jahr. Es wird sicher eine spannende Reise und auch wenn die Autos noch nicht fliegen, glaube ich, werden wir eine Menge spannende Dinge erleben und gemeinsam teilen, besprechen, diskutieren. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr in meinem Blog vorbeischaut und kommentiert wie immer unten oder oben oder wie auch immer, auf alle Fälle. Twittert mich an, schreibt mich an, connectet mich bei Facebook und lasst uns gemeinsam in das neue Jahr starten. Grüße auch nach Taipei zu Sascha. Vielen Dank für deine Inspiration mal wieder. Und ja, lasst uns zusammen das nächste Jahr rocken. Macht's gut. Shabbat Shalom. Shana Tova aus Tel Aviv.